Ich finde, dass der so eine eigenartige Mischung hat aus Streichelzoo und Rock'n'Roll. Der Maxi ist ein Künstler, ein fescher Künstler und ein authentischer Künstler, der das Herz auf der Zunge tragt. Bei Max hast du aber schon immer gemerkt, auch damals schon, die Musik soll es sein. Songwriter, sogar ein bisschen Alternative-Songwriter-Struktur und Pop. Und das Ganze mit Dialekt ist einfach immer ein Alleinstellungsmerkmal. Aber du bist natürlich, also du hast natürlich Hürden, weil irgendwo ab, ich glaube, ab Hof oder ab der Mitte Deutschland, da ist es halt einfach nicht mehr so relevant. Ja, aber dadurch auch zu wissen, wo man hingehört und wo man herkommt, was ja dann auch ganz, ganz wichtig ist, ne? Eine Identifikation mit irgendwas zu haben, einfach eine Heimat, so eine musikalische. Bei Max hat sich das so richtig angefühlt und auch immer noch, dass ich das nie hinterfragt habe. Jetzt war schnell einmal mehr wie Horst. Ich gebe ja zu, es tut schon weh, obwohl ich weiß, dass alles vergeht. Er ist gegangen, er ist mit 19 Jahren einen Koffer gepackt und ist alleine nach Berlin gegangen. Das zeugt von Mut, das zeugt von einem wahnsinnig starken Willen. Max von Milland würde es ohne das Weggehen von Südtirol nicht gehen. Max von Milland gibt es dadurch, dass der Max in Berlin war. Ich bin wahnsinnig stolz auf meinen Sohn, weil ich mir das nie im Leben gedacht habe, dass er so durchhaltet. Sein zweites Album hat sich schon musikalisch vor allem unterschieden zum ersten. Das ist jetzt fast schon Coldplay-artige Opulenz dabei, was ihm sehr gut steht. Die Gestaltung, die Komposition des dritten Albums, das kommt halt nicht von null, sondern für ihn ist es natürlich immer im Zusammenhang mit dem, was er vorher gemacht hat. Ich bin Max von Milland, der kommt aus Brixen in Südtirol, einer kleinen, sehr heimatverbundenen und regionalen Provinz, der aber trotzdem es liebt, in der Welt draußen zu sein und, keine Ahnung, kosmopolitisch zu sein. Und das verbindet meine Musik. Das ist das, was Max verkörpert. Das ist ein Heimatgefühl, das ist eine Verbundenheit zu den Bergen. Klar, es ist immer schön, neue Dinge auszuprobieren, aber bleibt deinen Wurzeln treu. Und das macht er und das finde ich gut. Ich glaube, dass viele Südtiroler das irgendwie so empfinden, dass sie die Tradition in die Moderne holen. Und das machen Gastronomen bei uns zu Hause, das machen Künstler bei uns zu Hause. Und das habe ich auch den Anspruch für mich, der Südtiroler Dialekt, der wahnsinnig irgendwie verhaftet ist, natürlich mit Südtirol, aber irgendwie modern klingen zu lassen. Ich liebe es und wenn ich es mache, hasse ich es nicht, aber es ist ein qualvoller Prozess zu schreiben. Aber es treibt einen immer wieder an. Oh, lass dich sehen, wie groß schon bist, wie alles verstehst. Ich schreibe am liebsten zu Hause oder wenn ich irgendwie in einem Umfeld bin, wo ich mich wohlfühle. Und wenn auch, es sollte auch weit und breit keiner sein. Also ich will mich da hinsetzen. Es gibt ja so Bands oder auch Künstler, die sehr viel mit Leuten schreiben und so. Ich bin eher einer, der eine Idee hat und sie für sich am Küchentisch am besten ausarbeiten muss. Oh, lass dich sehen, wie groß schon bist, wie alles verstehst. Es gibt Wochen oder es gibt Momente, da sprießen drei Songs aus einem raus. Es gibt vier Monate oder ein halbes Jahr, wo nichts kommt. Und es sind aber immer dann so, es ist auch, man muss sich die ganze Zeit wieder hinsetzen und machen und zwingen, fast schon zu schreiben. Aber es kommen dann auch irgendwann, es ist wie soll ich sagen, es ist wie so ein alter Wasserhahn. Du musst ihn erstmal aufmachen. Dann kommt ganz lang braunes Wasser und irgendwann kommt durchsichtig oder gutes Wasser. Und so ist es beim Songwriting. Es kommt so viel Schmarrn raus und irgendwann kommt halt auch was Gutes raus. Der Max kann Lieder schreiben. Deswegen halte ich ja so große Stücke auf ihn, auch allein, sag ich jetzt mal, als er, weil ich glaube, dass es grundsätzlich trägt. Max ist ein unfassbar guter Songwriter, also wirklich egal, was das für eine Sprache ist. Aber der hat ein Gespür für Melodien. Max hat halt
ich glaube, ähnlich wie wir, sehr empathische Texte und sehr gefühlvolle, emotionale Geschichten zu erzählen. Zwischenmenschlichkeit liegt ihm am Herzen, auch beim zweiten Album die Themen. Deswegen will ich, dass mir versprich, dass wenn die Welt über dir zerbricht, du ohne Wort ihren Platz für dich. Ich wünsche mir manchmal, dass er vielleicht mal etwas ironischer werden würde in seinen Texten. Die Musik und die Texte, die Songs, die er schreibt, bieten sehr viel Raum zur Interpretation. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, in die Texte etwas Persönliches reinzuinterpretieren. Und das ist das, was ich bei Max so schön finde. Ich finde eh, dass man an Max super sieht, dass künstlerische Entwicklung automatisch passiert, wenn du dich in deiner Freiheit nicht einschränkst. Ich hab einen Platz für dich. Wir sind gerade auf dem Weg zum Studio nach Düsseldorf in Neuss. Da wird jetzt Schlagzeug aufgenommen und Klavier wird aufgenommen und alles, was für die geile Albumproduktion gebraucht wird. Der Olaf Opal, der erste Produzent, der kommt aus Bochum. Daraus hat sich für mich so ein gewisses Netzwerk ergeben von Leuten, die ich kennengelernt habe, die mir helfen, die Platten zu machen und so, wie ich mir das vorstelle. Der produziert und musiziert gerade mit den größten Produzenten in Deutschland zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade dadurch einfach nochmal neue Impulse gegeben werden der Musik. Es mag einfach auch so einen. Warum denn nicht? Ich frage einfach. Und wenn der noch da wäre, würde ich auch Michael Jackson fragen, so ungefähr. Mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Das zeigt aber halt auch, wie gut er ist, weil die Leute ja irgendwas in ihm hören oder sehen oder merken, okay, der kann was. Öffnen sich ja vormals so viel mehr. Ich glaube, Max hat angefangen bei seinem ersten Album vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren war das tatsächlich, bis heute eine musikalische und damit auch einhergehende persönliche Entwicklung durchgemacht. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in seiner Musik sehr wider. Wir haben alle das Leben gekriegt. Wir haben die Freiheit, das Leben zu leben. Das finde ich ja irgendwie echt total berührend in dem Moment. Ja, das ist ein schlechtes Leben retten wollen. Was? Ist der Reinhold Messen? Aber das Leben hier ist ja wenn wir so leben. Ich will Popmusik machen und Popmusik ist durchdachte, sehr akribisch durchdachte Aufnahme oder Produktion. Also ich will nicht einfach sagen, hey, ich schrammel hier mal kurz ein bisschen rum und das passt dann schon so, sondern ich will den aktuellen, mit meiner Musik, mit den aktuellen Popstandards auch entsprechen. Und das ist mein Anspruch. Ich war's erst jetzt wie blind, ich war. Ja, bring me home. Er braucht anscheinend dann doch tu und so. Und Bläsersätze und Streicher und E-Gitarren und Schlagwerk, das alles pfeift und kracht. Weil sonst würde er nicht immer drauf bestehen, trotz aller Ratschläge von mir zum Beispiel, so Bombastalben zu machen. Der Max von Millern Sound ist schon durch diese ganzen Jahre irgendwie mitgewachsen. Und der ist, hat aber immer noch die Ursprünge von dem ersten Album, wo man den für mich irgendwie Startschuss für den Sound, wie Max von Millern klingen soll, auch irgendwie gefunden hat und an dem man sich immer noch orientiert. Es ist natürlich eine gewisse Weiterentwicklung da, aber so dieser Grundsound, natürlich, dass auch Max von Millern dann live irgendwie mit einer Band gespielt wird, dass natürlich auch auf der Platte das wie eine Band klingt, in gewisser Hinsicht. Das ist schon eine Situation, oder eine Sache, die man mit dem Produzenten dann noch bespricht und sagt, das wollen wir so weiter behalten. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut finde mehr, ja, mit diesem letzten, den du dazugenommen hast, ne? Ja. Der ist zwar jetzt einmal für das alleine das Gitarrenthema macht der Sinn, verwässert aber die Glocken. Und ich würde auf jeden Fall diese Gitarre mit den Glocken total in Verhältnis setzen. Okay, dann so, mach ich's, lass ihn weg. Im Wesentlichen geht es darum, mit dem Künstler zusammen die optimale Form
zu finden, wie die aktuellen Songs umgesetzt werden sollen. So, dass man halt sagt, wie wuchtig soll es sein, wie pathetisch darf es werden, ohne hinterher schmierig zu werden. Geben wir dem Gesang vielleicht noch ein bisschen mehr Hall, dass es irgendwie so ein bisschen mehr nach Hymne klingt, oder wird das dann eigentlich schon blöd? Lass mal lieber irgendwie auf kleinerer Flamme kochen, dafür elegant. Und das sind alles künstlerische Überlegungen, musikalische Überlegungen. Ich empfinde es eher als weiteres Element, dass sich aber in diese Symphonie, dass es sich nicht, zuführend ist, sondern dass es so ein Schmankerl ist, dass man irgendwie wieder, dass es da ist und man merkt, wenn es nicht da ist, aber das ist nicht zu viel Führungskraft. Ja. Der Antrieb muss auch immer vom Künstler selber kommen. Oft denkt man sich, ja, der hat jetzt, oder man hat jetzt das Management von Udo Lindenberg oder was auch immer, oder von irgendeinem großen Star oder von Lady Gaga, aber die können auch nichts machen, wenn du nicht selber schon was mitbringst. Also es ist ja immer eine Partnerschaft, und die Aufgabe für mich als Songwriter oder auch Künstler, wie man es nennen will, ist es natürlich, Kunst zu schaffen und Songs zu schreiben. Und dann kann man Leute suchen, die einem helfen, das umzusetzen. Da steckt natürlich viel Arbeit dahinter, weil ich einen hohen Anspruch habe. Also ich glaube, dass seine Schwäche der Perfektionismus ist. Bei ihm muss immer alles perfekt sein. Von A bis Z muss alles passen. Und vielleicht steht er sich da manchmal ein wenig selbst im Weg. Ich habe eine beispiellose, unbeschwerte Kindheit gehabt. Also ich bin bis zu dem Punkt, wo ich nach der Matura nach Berlin gegangen bin, noch nie ein Leben gekriegt oder eine Erziehung genossen, die einfach super war. An mir hat es an nichts gefallen, Gott sei Dank. Und das prägt mich bis heute natürlich, weil ich eine gewisse Unbeschwertheit und Naivität durch das allem noch habe, durch die Zeit. Wir hatten eine ganz schöne Kindheit, aber in der Pubertät war es nicht immer so einfach. Wir sind doch zwei ganz unterschiedliche Charaktere, haben ganz unterschiedliche Ansichten, und da hat es halt hier und da wirklich mal gekracht. Es ist ganz schlimm gestartet. Es ist echt schlimm gestartet, weil er hat in einem Moment angefangen, Gitarre zu spielen, wo überhaupt keiner eine Lust auf einen Sohn gehabt, der Gitarre gespielt hat. Weil es war ein ganz, ganz ein schlimmes Schuljahr, dass sie niemand wünschen möchte. Das war auf Gegenseitigkeit von Schüler, Lehrer, überhaupt eine Katastrophe pur. Ich habe mich auch oft mit jedem umgelegt. So. Ich habe mich mit Lehrern umgelegt, ich habe mich dann mit Schülern umgelegt oft. War aber nie so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt geschlägert oder so. Das habe ich nie getan. Aber ich war halt allem der Ausbau. Der Max hat eine einzige Sache, und zwar will er nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ungerecht behandelt werden. Jedes Mal, wenn er ungerecht behandelt worden ist, sei es in der Schule, sei es überall, hat er gebockt, hat er rebelliert. Also ich möchte mich selber als Sohn nicht in der Pubertät gehabt haben. Also wenn ich jetzt rückblicke, das war für mich das natürlich alles in der Zeit, war es mega schlüssig. Ich bin das erste Mal mit für mich revolutionärer Musik in Berührung gekommen, mit Rage Against the Machine, mit den Ärzten und so. Das waren ja alles so Revoluzzer-Texte, wo ich auch auf einmal angefangen habe, alles, was mir eben davor wohlbehütet irgendwie durchs Leben gebracht hat, in Frage zu stellen und mich dagegen zu stellen oder sagen, ich bin jetzt selbstständig dabei. Es war ein stetiges Weiterkommen. Er hat angefangen mit so einer Schülerband in einem richtig versippten Proberaum. Und dann ist ein Lied gekommen, dann ist ein zweites Lied gekommen, und man hat richtig gemerkt, er hat Spaß daran, er wird auch immer besser, er wird auch vom Stimmlichen her, meines Erachtens, ist er immer besser geworden. Die erste Band, die ich gegründet habe, habe ich
ohne dass ich ein Instrument spielen habe können, war die Band schon gegründet und ich habe mit der Band Gitarre gelernt sozusagen. Und weil ich den ersten Auftritt gehabt habe mit der Band, wo es im Jugendzentrum dann war, haben meine Eltern so über die Flyer dann irgendwie mitgekriegt, ja, dein Bub spielt ja im Casaneum. Und sie haben gesagt, ja, mein Bub, der kann gar kein Instrument. Ich sage, jawohl, der spielt mit seiner Band. Und dann musste ich ihnen halt erklären, dass ich es schon seit einem Dreivierteljahr versteckt Gitarre lerne. Nach 15 Jahren, der Geruch ist halt noch das Gleiche. Sag. Weil ich heutzutage jetzt in den Raum und da jetzt zurückgefahren zu der Zeit, sagt Max, irgendwann wirst du Südtiroler Mundart Pop machen, dann hätte ich mich von Musik umgeschaut und gesagt, sicher nicht. So. Und das, da war aber der Werdegang, da hat alles angefangen. Also da war eben die erste Band, da waren die ersten Auftritte, was wir von da aus gestartet sind. Da war die Sozialisation mit Musik, mit neuer Musik, das ganze Revoluzertum, das ich eben in einer Pubertät gehabt habe, das hat auch da in Ursprung gefunden. Ich fühle mich da gefeiert, oh man. Wir waren jeden Tag, von 14 bis 16 waren wir jeden Tag von 4 bis 7 da. Jeden Tag. Egal ob geprobt oder nicht geprobt oder einfach nur zusammengesessen und das war die Anfangszeit. Gross, so gross, ich fühl mich gerade so verloren. Keiner rett, man kann nicht mal noch Wege fragen. Und weit, weit weg von dem, wovon ich sing, versteh ich erst, woher ich eigentlich komm. Wie spinnst du jetzt? Was willst du denn da in einer Musikschule in Berlin? Ich meine, mit 19. Das war ehrlich gesagt auch die erste Reaktion, die wir hatten, wenn er den Wunsch geäußert hat. Aber man hat gemerkt, er will das. Die Grundüberlegung war, Max, du gehst jetzt einfach mal für ein Jahr nach Berlin und probierst das aus. Schauen, was passiert. Das war ja auch damals die Abmachung mit meinen Eltern, die dann gesagt haben, okay, du gehst jetzt einfach mal nach Berlin und in einem Jahr lebst dich jetzt aus. Und in einem Jahr kommst du zurück und gehst nach Innsbruck oder Wien und studierst Wirtschaft oder Psychologie oder was auch immer. Irgendwas, was halt irgendwie eine gute Basis für einen guten Job ist. So. Und aus dem einem Jahr sind dann halt 8 Jahre geworden. Er hat eine klare Idee gehabt. Er will Musik machen. Südtirol ist ein kleines Land, ein wunderschönes Land, aber es sind einfach begrenzte Möglichkeiten in der Branche. Und er hat das einzig Richtige getan und ist sein Herz gefolgt. Auch wenn wir alle nicht wirklich dafür waren, von den Eltern angefangen. Ich bin nach Berlin gekommen, habe eine Musikausbildung gemacht und habe dann jemanden kennengelernt, der bei MTV gearbeitet hat. Und der hat gesagt, die suchen immer wieder Praktikanten, bewirb dich da doch mal. Und dann habe ich mich bei MTV beworben. Das war 2006 und 2007 habe ich da angefangen zu arbeiten. Wir saßen dann immer so freien Büros, mehrere Schreibtische, Gruppen zusammen. Und du hast immer gesehen, wenn sich jemand bewirbt. Und die sind dann immer an dieser Gruppe Leute vorbeigelaufen. Und ich kann mich auch schon noch daran erinnern, wie Max da vorbeigelaufen ist, so der Lemming. Die läuft ja immer so ein bisschen eingefallen. Dann die Haare irgendwie. Und es war aber schon klar, okay, guck mal, da, ich wusste nicht, dass der Südtiroler ist. Italiener sagt man ja lieber nicht, aber er hat schon den Charme eines Italieners versprüht. Und die Mädels haben auch schon geguckt. Von dem Netzwerk zehre ich immer noch. Das hat mir so viel gelernt, diese Zeit. Für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ich eben diese Welt durch die das ist halt vielleicht bei MTV oder auch generell, dass man sich da langsam vorangetastet hat, dass ich das hinter den Kulissen erlebt habe. Versteh erst jetzt, wohin ich eigentlich will. Versteh erst jetzt, woher ich eigentlich komm. Sich allein in so einer Millionenstadt zurechtzufinden, das war einfach eine sehr schwierige Zeit. Aber ich wollte es unbedingt und ich habe es auch durchgezogen. Parallel dazu kam natürlich die Trennung meiner Eltern, wo ich sozusagen 9 Stunden oder Autofahrtstunden, 9 Stunden von Brixen in Berlin saß und daheim meine Mutter dann allein war. Und ich glaube, da ist Berlin dann auch keine geile Stadt für, also um sowas zu verarbeiten. Ich glaube, viele könnten aus so einer Situation dann auch in Berlin einfach versacken, abstürzen und sich verlieren. So. Und er hat das für sich, finde ich, für das Alter damals super verarbeitet, ist da top mit umgegangen, hat da auch ganz viel Verantwortung übernommen. Also wenn man so eine CD nimmt, wie Woher ich eigentlich Kim, was ja die erste CD war, die ich gemacht habe,
da überwiegen Themen von natürlich, wie der Titel schon sagt, überhaupt mal das Bewusstsein, wer bin ich, woher komme ich und wo will ich hin. Hinzu kommt eben dann natürlich so dieses Zerbröseln der Familie, die dazu. Und das ist auch ein Thema auf dem Album. Das ist sogar ein Thema, das sich noch ins zweite Album mit reingezogen hat, mit Reden mit mir. Also. Auf einmal stand ich da nach 8 Jahren und dachte mir so, okay, jetzt ist der Moment. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich ein in der Stadt. Und dann habe ich es gespürt. Und dann hat auch alles genauso zusammengepasst, wie es im Leben immer so ist. Wenn was passieren muss, dann funktioniert alles. Dann habe ich irgendwie Freunde in München angeschrieben und habe gesagt, ich würde gerne nach München ziehen. Kennt ihr irgendjemand, der eine Wohnung hat? Und das hat sich auf einmal alles ergeben und ich war dann auf einmal in München und das war ein neuer Lebensabschnitt und dementsprechend ein neues Lebensgefühl. Es ist mir nicht allem leicht gefallen, an das zu glauben, muss ich schon sagen. Also manchmal habe ich mir gedacht, kann der jetzt nicht wie jedes Kind in einem Büro sitzen und Rechtsanwalt sein oder Doktor sein oder was weiß ich was. Also da muss ich ehrlich gesagt meiner Mama ein Wahnsinnskompliment aussprechen, weil die uns wirklich immer gelehrt hat, zuerst wird was Gescheites gelernt und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Sie war immer so die treibende Kraft dahinter. Sie war auch immer so diese, ich will es nicht sagen, die graue Eminenz, aber es war immer so jemand im Hintergrund, der ja geschaut hat, okay, macht das schon was Gescheites. Der Max war ja in Berlin nicht untätig, sondern hat da effektiv Politik studiert. Er hat sein Studium abgeschlossen, er arbeitet nebenbei, also Musik ist nicht 100%. Aber er macht das, finde ich, genau richtig so. Er ist dann auch nicht der, der sagt, jetzt hat er mal natürlich, aber jetzt alles auf eine Karte, sondern ich arbeite halt noch und bin da auch irgendwie bei einem Musiksender und mach das und das macht mir irgendwie Spaß, das ist cool, das läuft. Bei anderen würde man sagen, das wäre nicht erfolgreich, weil man ja noch einen Job macht. Aber bei ihm, finde ich, ist es so voll, das ist genau so soll das sein. Also, um Max mache ich mir bei der Musik, habe ich mir auch nie Sorgen gemacht, dass das irgendwie gar nicht läuft, so lustigerweise. Also, wenn ich was sagen könnte, dann würde ich sagen, versteif dich nicht so auf den Dialekt. Versuch es vielleicht auch mal in Hochdeutsch. Aber ich weiß, dass das für ihn eigentlich ein Prinzip ist und ein No-Go ist. Was natürlich für einen Radiopromoter oder so einfacher wäre, wenn man sagen könnte, Max von Mieland kommt aus Nashville und kommt aus einer alten Musikerfamilie und sein Vater war Country-Star und sowas. Das könnte man viel einfacher auch in der Popmusik verankern, als zu sagen, dieser Mann kommt aus dem kleinen Südtirol und singt auch in seiner Muttersprache. Was total schade ist, weil ich glaube, dass es wirklich völlig egal ist. Ich habe ja sozusagen die Phase mitbekommen, in der er gewechselt hat auf Südtirolerisch, in seinen Dialekt, wo er sich auch getraut hat. Ich fand das so einen ultra mutigen Schritt, aber auch genau richtigen Schritt für ihn so. Weil er ist schon ein Eigenbrötler so, der lässt mittlerweile mehr, aber nicht so gern Leute an seine Musik ran. Das ist natürlich, was Max von Mildert in der Hinsicht auch einzigartig macht, aber auch einschränkt natürlich, dass ich mit dieser Mundart ein spezielles Publikum anspreche. Ich spreche jetzt nicht jeden, der jetzt automatisch auch deutschsprachige Musik hört, auch Dialekt hört. Da muss man schon einen Bezug haben dazu. Aber das ist das, was mich als Max von Mildert ausmacht. Und dementsprechend muss ich ja, oder will ich das ja auch verkörpern. Das erste Album machst du aus dem Bauch heraus. Naiv, du machst es einfach. Beim zweiten reflektiert man sich schon ein bisschen mehr, möchte was ausdrücken, aber prinzipiell ist es meistens die Weiterentwicklung vom ersten Album. Und beim dritten Album will man sich vielleicht nicht wiederholen, man will was Neues machen, man hat
andere Ansprüche, höhere Ansprüche? Ich finde das zweite Album am schwierigsten. Mit dem ersten legst du halt einfach so hin, was du jetzt in all der Zeit, in der du schon zusammen musiziert hast, auf Produktion bringst. Das ist so wie ein Best-of der ersten Jahre. Das finde ich, werden dir die meisten Bands sagen, dass das halt nur so frei, ohne große Gedanken von der Seele kommt. Und mit dem zweiten dann anzuschließen, das fand ich fast schwieriger. Ich verstehe da auch ganz oft, dass Künstler manchmal total abstruses Zeug machen, weil sie einfach was anderes machen wollen. Jeder Mensch will sich weiterentwickeln und jeder Mensch will sich verändern. Nur ein Künstler darf das nicht. Den wird das fast verboten. So, dass dann Fans auch enttäuscht sind, wenn auf einmal was anders klingt. Aber nee, er will halt auch mal mit einer anderen Farbe malen. So. Und das ist in der Musik, finde ich, ganz schwierig. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann ist beim dritten Album. Wenn mein Bauchgefühl oder Herz oder wie auch immer man es nennen mag, mir sagt, so ist es noch nicht richtig, dann versuche ich so lange das zu verändern, dass ich mit mir im Einklang bin. Und das hat mir eben bei dem Album das Bauchgefühl gezeigt. Am Anfang, nein, du wiederholst dich, du machst das Gleiche, was du eigentlich schon gemacht hast. Du musst was verändern. Ich bin halt gespannt, wann er irgendwann mal ein Lied schreibt, wo er echt was ärgert. Das würde ich gerne mal. Ich würde gerne den Max mal erleben, wenn er was Scheiße findet. Oder wenn er ein cooles Erlebnis beschreibt, wo keine Frauen beteiligt sind. Herz über Blut ist ein Song, der für mich ein ganz essentielles Gefühl widerspiegelt, und zwar, dass es ganz egal ist, ob jemand in der Region oder in irgendeinem Platz auf der Welt geboren ist und sich dadurch das Recht rausnimmt, irgendwie alle anderen auszuschließen aus einer Gegend. Es gibt nicht dein geborenes Recht, irgendwo zu sein, sondern solange du das Herz am richtigen Fleck hast, bist du überall willkommen. Und ab geht's! Die Songs haben sich in der Komposition nicht verändert. Da bringt Max halt 100% irgendwie, dass er die Lieder entweder am Klavier oder an der Gitarre ausformuliert, von Arrangement über den Text, Melodie, das ist alles komplett da. Es lebt dir als Menschen, bis gar nimmer kannst. Ich habe das Album angefangen zu produzieren. Habe alles wieder eingestellt, habe ich nochmal zurückgesetzt, habe von null nochmal angefangen, habe neue Leute gesucht und habe es dann versucht, nochmal anders zu realisieren. Also es war ein sehr, sehr langer, schmerzhafter Prozess, aber den es gebraucht hat, damit ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich auch wirklich weiterentwickelt habe. Ja, du bist viel mehr als Boden und Blut, bist keiner den Parolen an Antwort sucht. Heimat hast für dich. Hat der Max immer am meisten berührt beim Soundcheck, wenn er redet mit mir oder leg die her oder bleib doch da oder geh nicht weg oder weiß ich nicht. Bis dir das wieder gefällt, bis ich wieder das ganze Ding halt. Nee, ernsthaft, wenn er da sitzt und spielt es für sich beim Soundcheck und ich sitze irgendwo und höre ihm zu, dann berührt mich der unfassbar. Dass Max die Texte geschrieben hat, als er an verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben war. Und das spiegelt sich in der Musik wieder, das spiegelt sich im Sound wieder. Ich versuch zu hören und ich versuch zu verstehen. Ich versuch da zu bleiben, nicht einfach zu gehen. Also es, auf jeden Fall möchte ich größere Konzerte spielen und mehr Leute erreichen mit meiner Musik.
Und dann schauen wir mal weiter, wo es hingeht.